Zur ersten deutsch-deutschen Anti-Atom-Demonstration haben sich heute in Gorleben mehr als 5000 Menschen versammelt. Bürgerinitiativen aus der DDR protestierten gegen die mangelnde Berücksichtigung von DDR-Einwänden auf westdeutscher Seite. Die niedersächsische Landesregierung hatte am vergangenen Mittwoch eine erste Teilgenehmigung für den Bau der Atommüllverpackungsanlage in Gorleben erteilt. Auf dem Baugelände haben mehrere hundert Platzbesetzer, bislang ohne Zwischenfälle, ein Dorf mit 30 Hütten errichtet. Im nächsten Monat wollen bundesdeutsche Demonstranten gegen das im Bau befindliche Atomkraftwerk in Stendal in der DDR protestieren. Mehr als 70.000 Menschen aus der Tschechoslowakei und aus der Bundesrepublik haben heute bei den Dörfern Bayerisch-Eisenstein und Markt-Eisenstein für den visafreien Grenzverkehr demonstriert. Ursprünglich war eine Menschenkette über die Grenze hinweg geplant. Die Initiatoren, eine Bürgergruppe aus der GSSR, waren von der Größe der Menge überrascht. Gestern hatte der tschechoslowakische Außenminister Dienstbier gemeinsam mit Bundesaußenminister Genscher ein Abkommen über Erleichterungen im Reiseverkehr unterzeichnet.